Servus, grüß euch miteinander und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Natürlich wieder mit dem Weißi. Servus. Hallo, servus. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu den Ölpumpen hinter, weil wir ja beim letzten Mal festgestellt haben, dass wir mehr Öl produzieren, als wir hier pumpen können. Und währenddessen baue ich gleich die Ölleitungen, also die Ölpipelines auf und hole uns auch gleich die zwei Festplatten, die da auf dem Weg sind. Genau. Weiß ich, ist nach wie vor nur an unsere Kühlkörper dran und so. Und ich schaue, dass wir Gummi und Plastik an den Start kriegen, weil da haben wir momentan einen Verbrauch, das ist horrend. Das ist unglaublich. Das Alter, läuft mir da wieder dieser laufende Wal in den Blick hier. Was hat das denn hier? Ja, der steht auf die. Na, wie jemand anderen stehen. Ja, du darfst ihn nicht dabei streicheln. Aber er ist doch so süß. Weißt du, das ist der hässlichste Viecher überhaupt. So süß. Alter, ich ist jetzt endlich gebacken hier. Alter, das war wirklich eine Meile dahinter, da bist du deppert. Richtung Ölquellen? Ja. Ja. Hab ja ein paar Mal das Auto versenkt. Ja, das war ein bisschen so der Todesstrecke, gell, dahinter. Ja. Ich müsste, das eine Auto, glaube ich, müsste sogar noch im Meer stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Warum ist das auf dem Förderbahn? Warum läuft hier nichts? Ist aber nicht gut, wenn da nichts läuft. Ah, das sind diese Steuerstäbe. Okay. Bastio. So, was haben wir jetzt da? Gummi. Und hier. So, jetzt hätten wir E-Vogel. Eigentlich gleich meinen Roboter mitnehmen können, weil ich bin jetzt da ja hinten bei den reinen Eisenadern. Lass mich raten, du hast es nicht gehört. Na, natürlich nicht. Gut. Warum auch? Ich spüre heute das zum ersten Mal. Haben wir mir sogenannte Quarzoszillatoren schon am Start? Quarzoszillatoren haben wir eine Fabrik, ja. Und die brauchen wir eigentlich nicht. Also müsste doch, da. Doch, jetzt brauchen wir es. Genau, also müsste da eigentlich ein Lagercontainer voll sein davon, wenn du das ja. Lagercontainer. Naja, voll. Ja, die produzieren doch schon ewig, seitdem wir Quarz haben. Ja, das Ding braucht nur ein Teil pro Minute. Okay. Also du brauchst nur einen in der Minute. Na, der produziert nur einen pro Minute, braucht er doch mal mehr. Super, aber ich glaube, wir haben jetzt zwei davor im Start, oder? Na, ohne. Was produziert dann der zweite? Nichts, ne? Da stehen doch zwei Fabriken nebeneinander, wo Quarz eine läuft. Na, also das eine Quarz wird zu Quarzkristallen und das andere Quarz wird zu diesem Kieselsäure, genau, Kieselsäure. Kieselwas. Fürs Alu brauchen. So, jetzt haben wir das passt schon. Das haben wir schon. Und wie viel verbrauchen wir in der Minute von den Oszillatoren? Und das weiß ich nicht so genau. Ah, alles klar. Aber du bist der Erste, der es erfährt. Ja, danke schön. Das freut mich aber. Ich freue mich auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Mitzählerei immer. Furchtbar. Also, es ist echt. Schlimm. Schlimm ist das. Katastrophale Zustände hier bei uns. Muss man sich ja nur unter Scheiße merken, verstehst. Ja. So. Okay. Falls du da noch mal Zeit hast und du Lust hast, hier hinter zu kommen,
Nimmst du mir was mit? Ja, aber ich bin hier erst einmal, glaube ich, ein bisschen beschäftigt. Ja, ich glaube eh, dass man das Kupferblech reichen kann. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, aber könnte sich ausgehen. Man kann eigentlich auch jedes sechste Bodenfeld einfach pink lackieren. Dann hätte sie das ja auch ganz schnell erledigt. Kann man natürlich machen, kann man aber auch bleiben lassen. Ja, ich würde sagen, wir lassen es einfach bleiben. So oft werden wir da jetzt nicht mehr hinterher messen. Oh, ich bin gespannt, ob das Getier neu gespawnt ist. Weil hier hinten, ja, weil hier hinten waren ja doch ein paar. Jeder schon wieder voll im Tunnel beim Bauen. Furchtbar. Und so stark ärgern wir sie schon. Warum muss ich es denn? Eigentlich nicht. Mag schon wieder nicht so, wie du magst. Ja. Aber ich habe ihm gesagt, wer der Chef ist, verstehst du? Ah, wo der Butler muss halt. Genau. 2, 3, 4, 5, 6. Also, von 1 bis 6 sein, das werde ich nie wieder verlernen. Ja, da steht der Werkstatt, brauchen wir den noch? Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Ich hab's jetzt einfach mal abgerissen, Rohstoffe kann man immer brauchen. Hat das einen Grund, dass du auf die Ölpipeline eine Pumpe dazwischen gesetzt hast? Wahrscheinlich sicherheitshalber, damit es auch, weil die, also ich hatte damals den Eindruck, ich kann mich erinnern, dass über die lange Strecke irgendwie der Druck nachlassen hat. Ah, okay. Und dann habe ich einfach so pauschal einfach mal eine dazwischen, also weißt du, kann ja schon so nach dem Motto. Ja, das stimmt. Mehr Druck auf die Leitung. Ich reiß jetzt einmal weg zum Probieren. Dann sehen wir ob sie noch pumpt oder ob sie nicht mehr pumpt. Beziehungsweise ob es reicht oder nicht. Es geht schon, du meinst die auf der Ebenenfläche? Ja, oder? Genau, die auf der Ebenenfläche. Ja, wie gesagt, ich hatte den Eindruck, dass der Druck irgendwann nachgelassen hat. So, nach einer gewissen Zeit. Also nach einer gewissen Strecke. Mhm. Vielleicht schon mal mehr täuscht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich habe welche gesetzt. Ja, ich laufe jetzt, ich setze das jetzt einmal schnell daher, ohne Pumpe, und laufe einfach einmal ein paar Meter weiter zurück. Und schauen wir das an. Gut, und wenn es so sein sollte, dann müssen wir halt einfach nur mal hinterher. Machst du aber dann du hinterher. Du kannst Auto fahren. Ah ja, gut, da hinten schwierig. Ah ja, mit dem Kleiner. Ja, ich muss dann eh wieder zurück, dann kann ich es kontrollieren. Ich setze einfach wieder nicht dazwischen. Nein, tue ich nicht. Safe ist safe, ich nicht ersetzen. Ja. Also, schaut ja nix. Also. Ja, aber bis jetzt hat pumpt's. Bis voll. Okay. Momentane Menge in der Rohrleitung: 63,7 Kubik. Na, und wenn man bei gesamtes Rohrnetz schaut, haben wir keinen Verlust nicht. Aber in der Rohrleitung müsste viel mehr sein.
Na doch, na, über so also pro Rohrsegment passen ja, okay, weniger. Ja. Dann. Wichtig ist eigentlich, dass die Durchflussrate, wenn du viel Verbraucher halt anschließt, also halt die konstant hoch bleibt. Ja, richtig. Aber du musst halt erst einmal einen Verbraucher haben, also laufende Raffinerien, damit du das messen kannst. Ja, und das haben wir ja nicht mehr wie vorher jetzt hat. Okay, dann kann ich was umziehen müssen. Wiener Power. So, Strom jetzt zu uns rein. Ach so, jetzt habe ich schon gemeint, wir haben keinen Strom mehr, das kann nicht sein. Es gibt Dinge, die können uns einfach normalerweise nicht mehr passieren. Ja, okay, das Zeug verbraucht halt echt viel Zeug. Also eine Fabrik für dieses Funksteuerding Ja. verbraucht 2,5 Quarzoszillatoren pro Minute. Wow. Wir produzieren da um das Ohren und mit Computer ist das gleiche. Produzieren da um einen Computer pro Minute und verbrauchen damit 2,5 allein hier auf der Fabrik. Das heißt, wir müssen mal doppelte Menge P Computer und doppelte Menge Quarzoszillatoren. Und nicht einmal dann haben wir es geschafft. Ja, steck mal ein paar Energiefragmente rein. Ja, das ändert aber nichts daran, dass man die Rohstoffe übergangen, meine Herren. Darum geht es ja. Ja, aber Quarz haben wir doch zum Saufuttern. Aber nicht das, was man nur dazu braucht. Was brauchen wir denn da nur dazu? Für einen Quarzoszillator. Ja. Kabel und verstärkte Platten. Ja, wenn wir was haben, ans Kabel. Unverstärkte Platten. Nicht so viel, wie wir hier bräuchten. Ja, das heißt, wir haben ja doch für verstärkte Platten ein Und außerdem von denen Alternativrezept. verstärkte Platten haben wir doch auch nicht so viel. Ja, es ist euch schon, ja, gebe ich dir recht, ist euch schon da, aber wir müssen es erst. Es reicht nicht einfach, die Fabriken zum Stellen, sondern du musst erst die verstärkte Platten-Ding aufbauen und dann die Ja, Kabelfabrik ausbauen. haben wir ja. Wenn wir was haben, ist Zeit. Habe ich mal gehört. Jetzt stimmt das. Fuck, was ist denn da jetzt los? Ach so. Okay, gut. Ja, ich bringe jetzt dann. Ich habe jetzt dann gleich wieder eine Festplatte im Inventar, eine neue. Gut. Beziehungsweise zwei. Schau mal, aber wo ist die Insel? Ah, das ist die Insel da drüben. Oh, und eine Elektroschnecke. Come to me, Schneckelein. Voll der Leck. Wie viel produzieren wir da in der Minute? Was hast du gerade gebaut? Kühlkörper, oder? Funksteuerungseinheit. Da produzieren wir 2,5 pro Minute. Und die brauchen wir für? Den Turbomotor. Okay, und das ist jetzt praktisch die Unter nächste anderem. Baustelle. Das machen wir jetzt als nächstes, den Turbomotor. So, dann, ach so, ne? Da kann ich ja noch ein bisschen weiter vor. Oh, eins, zwei, drei Energieschnecken. Steht denn da oben? Das haben wir doch, das haben wir quasi. Okay, das geht. Es geht, supi, es läuft. Läuft bei dir. Läuft, läuft, läuft.
wo haben wir eine Motorenproduktion? Oben. Ja, das war mir auch schon klar. Ich konnte sogar sagen, wo. Ich hab's gefunden. Gut. Okay, jetzt müssen wir mit den Motoren darüber holen. Aber zumindest ist der Container voll. Schon mal nicht schlecht. Ja, es ist hier mit unserem Sortiersystem müssen wir uns ja im Laufe der Zeit sowieso an nochmal was einfallen lassen. Ja, es kann schon sein, dass das so. Oder wir fangen an, neu zu bauen. Eine neue Fabrik zu bauen wäre mein. Das wäre so das langfristigste Ziel dann eigentlich. Das wirklich so, wenn wir da, weil dann haben wir ja alles freigeschaltet. Und das dann so zu optimieren. Ja. Was tun denn die komischen Blumen, die aufstehen? Gas verströmen. Schon gehört, das war Gas. Und das waren die mit den Bienen. Ah, das waren andere. So, gelbe Elektroschnecke, du bist mein. Eigentlich ist mir das scheißegal, wo ich hier rüberkomme. Oh geil, Viecher bashen, da kommt's her da. Wow, es backt wieder voll rum. Oh ja, Viecher bashen. So viel zum Thema. Ich mache jetzt drei Viecher kaputt. Bist gestorben? Na. Ich bin vorbereitet. Ich hab Nüsschen essen. Nüsschen, Schwammerl. Was ist dabei? Und Bärchen habe ich dabei. Also. Zu mir passiert jetzt erst einmal nichts. So, jetzt müssen wir dann rechnen. Rechnen? Du kannst rechnen. Ich versuch's zumindest. Alter, jetzt ist da auch noch so ein roter, also ein grüner Feuerspucker. Ein großer. Come on. Feigling. Beste kaputt. So, jetzt muss mein Inventar schon wieder ausladen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, wobei die Alien-Innereien und Panzer brauchen wir ja eh nimmer, oder? Ja, was hast du denn damit vor? Ja, eben nichts mehr. Die Forschungen haben wir ja abgeschlossen dafür. Ja. Ich weiß nicht, für was man so brauchen könnte. Ich glaube, man kann es Biomasse daraus machen und man kann es essen. Ich weiß es nicht. Ja, nein, Lustling. Und es bedeutet, du darfst ja nicht vergessen, es wird ja mit dem nächsten Update, werden die nächsten Meilensteine und Forschungssteine den freigeschaltet. Ich nehm's doch mit. Aber dann schmeiß ich jetzt einmal Sachen aus dem Inventar, die ich jetzt gar nicht brauche. Kann man halt die Müller immer, es hilft halt nicht. So. Alien in der Reihe, wo seid ihr? Gut. Ja, die Frage ist, wann bringen sie das nächste Update an den Start? Das ist. Warte, ich muss mal kurz. Oh, fuck, jetzt habe ich verzählt. 1, 2, 4, 7, 12, 18. Oh, schon wieder. Was ist denn eigentlich los mit euch? Lasst mir doch einfach mal in Ruhe. Alter, was bist denn du für ein Riesengetier? Aha. Einfach unterm Raumschiff verstecken. Das war zwar jetzt eine feige Nummer, aber. Wo ist denn jetzt die Tür? Hallo Tür. Kapsel öffnen. So, Festplatte Nummer 1 haben wir dabei. Und ein paar Nüsschen sammeln wir auch noch auf, wenn wir schon da sind. Kann man es nicht merken, ich bin wie ein dummer Mensch. Ich drück immer Q, wenn ich ins Inventar möchte.
Und auf okay. Ja, anstatt auf Tabulator. Auf Tabulara. Tabula. So habe ich es vergessen. Tabula. Tabula rasa. Ja, genau, danke. Hauptschule. Ja, okay, gut. Festplatte gesammelt, Tiere getötet. In diesem Sinne, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, die gleiche Leier wie immer. Daumen da lassen, Abo ist nie verkehrt und bitte euch. Servus.